So. Und weiter geht's. So, wir sind jetzt Feuermagier. Wir können machen, was wir wollen. Jo. Gibt es eigentlich irgendwas? Aktuelle Bulkohette auf die Krautpaket, Banditenüberfälle. Ich habe eigentlich noch so viel zu tun. Aber wir sind jetzt Magier. Coole Sache das. Ich will erst nochmal mit den anderen Magiern sprechen. Vielleicht kann der Gorax mir ein paar coole Sachen verkaufen. So, ich hoffe, das hört man jetzt im Hintergrund nicht so sehr. Hey, du. Kann ich bei dir? Ich werde dich in die Geheim. Elixier des Lebens und des Geistes? Nein. Kannst du mir... Zweifelst du an meinen Fähigkeiten? Gut. Nicht so schnell. Du müsstest mir natürlich die Zutaten liefern und eine kleine... Wie viel verlangst du? Für das Brauen selbst bekomme ich 10 Goldstücke. Okay. Könnten wir eigentlich die Stärketränke brauen? Extrakt der Heilung, Mana-Extrakt. Es war so klar, dass er das nicht macht. Scheiße. Ich brauche 10 Lernpunkte, dass ich Elixier der Stärke lernen kann, mindestens. Der Rest ist mir eigentlich relativ Wurst. Naja, müssen wir mal langsam machen. Hey. So. Und Licht und leichte Wunden interessiert mich nicht. Ach so. Ich glaube, ich sollte mir echt mal wirklich haarscharf überlegen, was für Zauber ich lernen möchte. Bin ich schon bereit für den zweiten Kreis? Ich glaube nicht, ne? Lehrt die Zeit. Okay, die Zeit ist noch nicht gekommen. Ich glaube, der zweite Kreis, den lerne ich im zweiten Kapitel. Ich gehe jetzt erstmal in die Stadt und guck, was ich da noch machen kann. So viel Kohle habe ich aber auch nicht mehr. Hey du! Hast du noch irgendwas Interessantes? Zeig. Nee, hat er nicht. Naja, wenigstens kann ich dem die Tränke vielleicht abkaufen. Aber ich weiß, was ich jetzt machen kann. Ich kann jetzt nochmal zurück zum Bauernhof gehen, damit nämlich der Raul wieder hier rumappillen. Ich bin nicht das wert, was ich trage. Und dann mache ich mit dem eine Wette. Und dann gibt ihr mir nämlich für das Feld des schwarzen Trolls was Ordentliches. Gibt mir zwar nicht so viel Gold wie der Bossbar, aber
Ja, das mit dem Kloster ging eigentlich schnell. Das haben wir in einem Part durchgepetzt. Eigentlich krass. Mana kosten 5. Das geht ja noch. Es gibt nämlich auch Runen, die kosten richtig Kohle. Also richtig Mana. Im Gegensatz zu den Spruchrollen. Die Spruchrollen sind eigentlich relativ easy. Sind zwar schweineteuer, aber die kosten immer 5 Mana, egal welchen Zauber. Das ist bei den Runen leider nicht der Fall. Das wäre ganz cool, wenn die auch nur 5 Mana kosten würden. Aber ich glaube, dann wären sie ein bisschen zu overpowered. Deswegen muss ich mein Mana mindestens auf einen gewissen Wert steigern. Buster! Passt schon. Ich glaube auch die Bauern respektieren die Feuermagier. Kann ich hier schon irgendwas machen? Ich weiß es nicht. Das letzte Mal, als ich es hier probiert habe, war es nicht so der Fall. Ich speichere einfach mal. Alter Schwede, der ist ein bisschen übertrieben. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Gut gemacht. Ein Drecksvieh weniger. Ist halt schade, dass er mir die Barbara platt gemacht hat. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr schade. Ich kann die aber auch nicht wiederbeleben, ne? Fuck. Na gut, ist egal. Die Steinwächter, die sind so brutal, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Die sind schon echt eine Nummer zu groß für mich. Selbst mit der Robe noch. Das muss ich aber auch langsam... Ich könnte jetzt schon so viel machen, aber eigentlich bin ich noch nicht so weit. Das ist natürlich scheiße, dass ich... Ich habe halt die Umfrage, was ich hier werden soll bei dem Spiel, viel zu spät gemacht. Sieh mal einer... Was willst du? Machst hier einen auf feinen Magier, was? Ich sag dir was. Egal welche Klamotten du dir auch anziehst, ich durchschaue dich. Wir haben ihn natürlich doch. Für mich bist du nur ein kleiner, schmieriger Tagedieb, nichts weiter. Das will auch keiner mehr. Was ist dein Problem? Leute von deiner Sorte kenne ich. Große Schnauze, nichts dahinter. Jemand, der sich groß rausputzt und von seinen Heldentaten prahlt, ist mir zuwider. Erst gestern noch habe ich einem der Jungs hier die Fresse poliert, weil er behauptet hat, dass er einen schwarzen Troll mit einer Hand auf dem Rücken zur Strecke bringen kann. Ja und? Was soll das heißen, ja und? Hast du überhaupt schon mal einen schwarzen Troll gesehen, du Großmaul? Weißt du eigentlich, wie groß diese Ungeheuer sind, Mann? Wenn du ihnen nur einen Schritt zu nahe kommst, reißen sie dich glatt. Das weiß ich, aber mit Tricks kriegst du die auch hin. Ich habe schon einen schwarzen Troll getötet. Dir juckt wohl das Fell, was? Ich sollte dir den Kopf abreißen. Das hast du schon mal probiert. Das hat nicht funktioniert. Wenn du so ein toller Kämpfer bist, dann beweise es. Was habe ich davon? Blöde Frage. Deine Ehre und einen heilen Unterkiefer? Ein bisschen dünn, findest du nicht? Sagen wir, ich würde dir eine Menge Geld bezahlen, wenn du mir das Fell eines schwarzen Trolls bringen kannst.
Wie hört sich das an? Besser. Worauf wartest du? Ich habe mir das schon gedacht. Ich habe das Fell eines schwarzen Trolls. 500 Erfahrung ist schon hart. Zeig her. Wahnsinn. Was willst du dafür haben? Gib mir, was du hast. Okay, ich gebe dir 500 Goldmünzen dafür und lege noch 3 starke Heiltränke obendrauf. Was meinst du? Das war noch schon vorher klar. Gekauft. War mir ein Vergnügen. Ich will mal was ausprobieren. Ob ich den jetzt... Ich glaube, ich hau dir mal ein bisschen... Was? Das ist genau das. Ich bin wohl bisher zu nett. Mach ihn fertig! Mach ihn fertig! Dem hast du's gezeigt. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich glaube, der ist nämlich jetzt richtig stark. Das haben die nämlich im Spiel, glaube ich, extra so gemacht. Oder ich war einfach nicht vorbereitet. Ja, das war dämlich. Okay. Das sollte ausreichen. Ich glaube, ich hau dir mal... Was? Das ist... Ich... Parier doch! Zeig's ihm! Haut auf! Pass auf! Haut auf! Fertig. Hör nicht auf! Er hat gesessen. Das habe ich mir gedacht. Coole Sache. So kann man... Es geht auch. Armbrustschütze. Ich habe da meine eigene Meinung. Was haben wir denn hier als Armbrust? 10. Bogen 18. 2 Händer, 1 Händer. Von mir hatte das nicht. Darüber reden wir noch. Wo hast du das denn schon wieder her? Ist ja schon gut. Das war doch klar. Gut. Er ist gerannt, als ob Bilja selbst hinter ihm wäre. Was kann ich dir anbieten? Nee, brauche ich nicht, danke. Meine Meinung will ja keiner hören. Ich sagte, ich könnte dir helfen. Solange du keiner von uns bist, kannst du... Okay. So, der Lee wird wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen verdutzt gucken, dass ich jetzt hier Feuermagier bin. Du bist ins Kloster gegangen? Ich hatte mit allem gerechnet, nur nicht damit. Tja, Söldner kannst du nun nicht mehr werden. Aber wer weiß, vielleicht kannst du das eine oder andere Mal etwas für mich tun oder ich für dich. Wir werden sehen. Ich wünsche dir jedenfalls alles Gute. Aber lass dir ja nicht einfallen, mich zu verschaukeln, klar? Ach Lee, komm. Wir sind gute Freunde, also von daher. Lee ist ein cooler Kerl. Aber dass du ins Kloster gehst, einfach genial. Ja, da kann ich hier nichts weiter tun. Erstmal. Was mache ich denn jetzt? Jetzt will ich mal kurz... Habe ich noch Lernpunkte? Nee, aber ich habe bald wieder ein Level Up. Eigentlich brauche ich jetzt mal 2 Level Ups.
Ich speichere mal lieber ab. Ich weiß nämlich nicht, ob ich das schaffe. Hier jetzt gerade den großen Mogo zu machen. Ich habe noch eine Schafswurst. Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass ich so eine noch habe. Ah, ich glaube, die habe ich von den Novizen geklaut. Dein... Halt! Ich will mit deinem An... Ach so, du willst mit meinem Bock. Aber nur, wenn du seinen Namen kennst. Dexter. Tja, jetzt du kennst meinen Bock. Kommst du irgendjemand... Also atme tief durch. Das hätte ich dir vorher sagen können. Bleibt sitzen, ist alles gut. Noch jedenfalls. Sieh an, wer da ist, der große Befreier. Na du Held, was suchst du hier? Ich suche ein paar Antworten. Irgendjemand verteilt Zettel mit meinem Gesicht drauf. Irgendjemand meint, dass du das wärst. Irgendjemand redet zu viel. Aber du hast recht. Ich habe die Steckbriefe verteilt. Und siehe da, du bist hier. Was willst du denn von mir? Ich? Gar nichts. Aber mein Boss, der ist ganz heiß drauf, dich zu töten. Deswegen soll ich dich finden und deinen Kopf zu ihm bringen. Da gibt's so einen Kerl mit einer Augenklappe, der sucht dich. Alle suchen mich. Das schert mich einen Dreck. Wenn der Kerl was von mir will, soll er herkommen. Tja, der wird auch herkommen. Dein Boss. Wer soll das sein? Das möchtest du gerne wissen, was? Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich wüsste keinen Grund, warum ich dir das sagen sollte. Ich glaub dir kein Wort. Hey, es ist wahr. Ich schwöre beim Grab meiner Mutter. Du willst meinen Kopf. Komm und hol ihn dir. Ganz wie du willst. Der ist normalerweise immer freundlicher. Bleib stehen, du! Ich dachte ihm... So. Das war's für dich. Ich muss jetzt die Befehle von dem lesen. Raven, es war mir klar. Raven steckt also dahinter, dieser Lümmel. Warum habe ich 0 Gold?
Da ist nichts zu holen. Warum habe ich 0 Gold? Nichts zu plündern. Das finde ich ein bisschen komisch. Tja, wir haben ja eben den Greg gesehen. Der hat hier gut aufgeräumt, würde ich sagen. Na Bandit, komm her. Das war's für dich, Penner. So, Dexter ist wohl als... Sieht so aus, als sei er tot. Das wurde aber auch Dexter hatte nur... Zeig mir das Ding. Ach verdammt. Wir hätten den Kerl nicht einfach... Du weißt nicht zufällig, wie man... Vielleicht durch einen unterirdischen Tunnel. Die Wassermagier studieren gerade ein Portal, das in die Berge im Nordosten führt. Was denn das für ein Blöd? Wassermagier? Nein. Dann bin ich hier gestrandet. Dexter war meine... Was wolltest du von Dexter? Ich komme von jenseits der Berge im Nordosten dieser Insel. Und da will ich wieder hin. Ich hatte gehofft, der Mistkerl wüsste, wie man da hinkommt, ohne mit dem Schiff fahren zu müssen. Was gibt es da hinter den Bergen? Ich kann dir nur raten, nicht zu versuchen, das Land dort zu betreten. Es ist eine raue Gegend. Ein Wicht wie du, der wird da nicht lange überleben. Ich bin dir dankbar, dass du mir geholfen hast. Gut, haben wir hier die Banditen platt gemacht. Mehr oder weniger. Ich hätte sie am liebsten selbst platt gemacht. Aber naja, kann man nichts machen. Ich glaube, alles ganze Lager alleine platt zu machen, wäre auch ein bisschen hart gewesen. Hier liegt noch eine Steintafel. Gut. Haben wir das schon mal? Ich habe so das Gefühl, das hätten die alle gar kein Gold. Habe ich da oben wirklich alle Banditen schon ausgeplündert? Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Ja, ist alles leer. Gut. Jetzt will ich aber hier nochmal rein. Da ist nichts zu holen. Da ist überall nichts zu holen. Dann gehe ich nochmal eine Runde pennen. War doch einfacher als gedacht. Aber ich glaube, ein paar Banditen laufen noch hier rum. Hier gibt es ja noch einen zweiten Turm. Darüber möchte ich natürlich hin. Gibt es nämlich noch was Nettes zu holen. Aber erstmal speichern. Das war nämlich doch ganz gut, dass wir das gemacht haben. Wir sind doch besser gewappnet als gedacht, muss ich gestehen. Na, der Feuerfall ist ja... Meh. Nee, vergiss es. Nicht so.
Ja, das habe ich mir gedacht. Die Wachen sind nämlich brutal. Scheiße. Habe ich irgendwas Besonderes? Windfaust. Eispfeil. Könnte ich mit dem Eisfall irgendwas machen? Das ist nur der. Hier wird nicht gekämpft, klar? Lass dir das eine Lehre sein. Alter, ist der stark. Das ist doch unglaublich. Warte mal, ich habe da noch eine Wolf rufen, Goblin-Skelett erschaffen. Nope. Alter. Das war's für dich, Bruder. Nee, das kannst du vergessen. Alter, wie stark sind die denn? Vergiss es. Da komme ich später mal hierher. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Aber wenn die alle tot sind. Nichts zu holen. Da ist nichts zu plündern. Wollte doch schon sagen, es kann doch nicht sein, dass die alle leer sind. So viele Leichen lagen hier doch gar nicht rum. Naja, kra. Was haben wir denn hier für eine Steinplatte gefunden? Armbrust, Lebensenergie, Magie. Magie 3, Einhandkampf, Stärke, Zweihandkampf. Jo, Zweihandkampf können wir lernen. Stärke eigentlich nicht. So, das haben wir gemacht. Okay. Das ist auch schon der nächste Tag. Vielleicht kann ich ja... Aus irgendeinem Grund habe ich keine Kohle mehr. Wo habe ich denn mein ganzes Gold verloren? Kann mir das mal bitte einer sagen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ein paar Goldstücke verstehe ich ja, aber dass wir wirklich alles auf Null komplett gesetzt wurden. Ja, Mana. Danke, Inos. 19. Das ist natürlich relativ wenig als Magier. Aber das macht nichts. Ich weiß, wo die hin wollen.
Überlegen. Ich glaube, ich muss doch hier lang, wenn ich zu den Banditen will, wegen der Waffenlieferung. Hier im Wald muss ich aufpassen. Hier war ich nämlich noch nicht. Das kann halt auch mal schnell nach hinten losgehen. Das habe ich mir nämlich gedacht. Obwohl, ich kann es mal probieren. Warum eigentlich nicht? Jo. Geil. Cool. Stimmt, aber ich glaube, die Untoten sind sowieso alle relativ... Jasmin, 510 bis 545. Rostige Axt. Wer liegt hier? Theodor, 220 bis 310. Steingeist sei... Sein Geist sei befreit. Steingeist. Mach ich nochmal eine Runde. Super. Isolde. Oh, Kronstöckel. Geil. Veramin Sadea, 300. Die Unterwelt war sein Belang. Eigentlich ganz cool. Freut mich, dass die Goblin-Skelette doch ordentlich... Nagelknüppel, Heilkraut, schwerer Ast. Wer liegt hier? Kann man nicht mehr lesen. Okay, schade. Hat sich gelohnt. Jo. Ja, ich glaube, Goblin-Skelette sind jetzt echt kein Problem mehr. Junge, ich mache ein bisschen mehr Damage als du.
Easy. Kein Problem. Solange ich noch Mana halten kann. Holzfäller-Axt, Degen der Banditen. Feuernessel. Blauflieder. Passt doch alles wunderbar. Bromos goldene Schale, verstehe. Eine Steintafel, Degen der Banditen, noch ein Bandit. Oh, super. Die haben hier ordentlich Zeug. Lieferung, was haben wir denn hier? So, ich habe Fernando, aber mir fehlt noch ein Ring. So viele Waffen, ich kann mir kein Schwert für mich mitnehmen. Naja, wird schon genug für mich rausspringen. So, was habe ich denn noch hier? Oh, super. Schinken, Wasser, Schinken, Trank, Brot, Reptilienhaut, Lucias Abschiedsbrief. Befehle, Nachricht, Lucias Abschiedsbrief. Liebste Eldridge, mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, wie leid es mir tut. Ich weiß, dass du es nicht verstehen wirst, aber ich bin zum Schluss gekommen, dass es besser für uns beide ist, wenn du dir ein anständigeres Mädchen als mich suchst. Von dort, wo ich jetzt hingehe, werde ich nicht mehr zurückkehren. Vergiss mich, eine Dirne wie ich ist nichts für so einen aufrechten ist. Eine Dirne... Entschuldigung. Eine Dirne wie ich ist nichts für so einen aufrechten Kerl, wie du einer bist. Leb wohl, Lucia. Ja, die werden wir auch noch treffen. Da wird die aber ganz anders von dem Kerl schwätzen. Also von daher, meh. Irgendwo aber habe ich da noch... Meine ich, gibt es noch einen Ring. Ist aber ganz cool, dass wir den, dass wir hier jetzt auch ordentlich mal ein... Ja, die Feuerpfeilrune hat sich schon echt bezahlt gemacht. Das muss man so sehen. Aber irgendwo kriegt man noch einen Ring. Irgendwo findet man noch einen Ring. Keine Ahnung, warum du noch hier stehst, aber... Hey, du! Gut, dann halt nicht. Jetzt muss ich erstmal in die Stadt Vatras sagen, dass ich weiß, wer den Händler gefunden, wer der Händler ist. Aber irgendwo findet man noch einen Ring. Der Übersee-Gilde. Och, da steht ja auch noch einer. Ach nee, der ist das. Scheiße. Wenn wir mit dem gesprochen hätten, hätte der nämlich gesagt, dass wenn wir Magier werden, dass wir noch einen Wunsch frei haben. Mit diesem Wunsch hätten wir uns wünschen können, dass er im Dingsbums bleibt. Im Kloster. Dann hätten wir nämlich auch noch was bekommen. Daran hatte ich aber nicht mehr gedacht. Das ist sehr schade. Naja, gehen wir mal zurück in die Stadt. Ich glaube, den Ring habe ich an irgendeinen Händler oder so verkauft. Ich weiß es nicht mehr ganz. Ist ja auch egal. Gehen wir zu Martin und sagen, dass wir wissen, wer der Händler ist und gehen zu Vatras, dass wir sagen, dass wir dem erzählen, dass wir wissen, wohin die Dingsbums kommen, wohin die Menschen gebracht werden. Aber ich würde sagen, das sehen wir beim nächsten Mal.
Aber ich muss meine magische Kraft noch steigern. Ich brauche aber noch 20 Lernpunkte, um die letzte Sprache zu beherrschen. Ist jetzt die Frage, was will ich zuerst machen? Das ist natürlich übel. Hey, du! Und das wird noch viel schlimmer. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Wirklich? Das ist ja interessant. Ich habe... So? Soll ich nochmal zurück... Nein, damit hast... Hier ist das Gut. Es ist... Ja, es ist ja eine Ehre, dass vertretiger, würdiger Typ Innos hier dich toll findet. Weg, weg. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das weg. Kampfstab weg. Nagelknüppel, Kurzschwert, das weg, weg. Das reicht erstmal. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Kohle, das ist gut. Jetzt gehen wir mal zu Lord André. Vielleicht hat der noch irgendwas Interessantes für uns. Ja. Ich bin dann gut. Supi, supi, dupi. Der Laris, der, ich muss mal mit dem Laris nochmal quatschen. Der wird nämlich auch hier mich auslachen. Aber das gibt's im nächsten Part, Leute. Macht's gut, bye bye.